Servus zusammen. Dieses Video wird von meinem Partner G-Portal unterstützt und falls ihr einen Game-Server sucht oder einen Voice-Server, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Da habt ihr meinen Partnerlink drin, da könnt ihr 10% auf euren Wunsch-Server sparen und unterstützt mich dabei kostenlos. Aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Landluft in unserem Story-Projekt. Boah, ich bin jetzt wieder komplett an den Hof zurückgefahren, habe das Heckmähwerk schon angehangen und werde jetzt hier gleich mal das Frontmähwerk noch dran packen. Die Quelle noch mit dazu. Und dann machen wir uns mal bereit und ich hoffe, dass der Dave auch bald auftaucht. Geht das alle? Jo, das klappt ja wie eine Eins. Wir fahren mal zurück und klappen das Schneidwerk mal noch hoch, dass wir auch oben reinkommen. Und dann werden wir gleich sehen, ob der Kollege dann gleich mal auftaucht oder noch nicht. Oh, oh, oh. Da ist er ja schon. Da ist er ja schon, der Kollege. Hörst du mich? Jo, ich habe gerade schon wieder Funk angemacht. Das trifft sich ja gerade echt gut. Naja, du kommst. Ich hab schnell sauber gemacht, mal kurz in die Halle gefahren, alles angehangen. Ja, nicht schlecht. So, dann teilen wir uns am besten auf, oder? Ja, wo willst du dich hinmachen? Machst du die rechte Seite und ich fahr oben rum in mein eingezäuntes Fältchen rein. Ja, machen wir. Kriegen wir das, denke ich, schon relativ zügig hin. Ja, denke ich auch. Ich habe jetzt gerade den Gemeindemitarbeiter gesehen. Ich weiß nicht, was der da jedes Mal vorhat. Wieso? Was macht er jetzt wieder? Er hätte halb auf dem Gras, halb auf der Straße. Hält dann vor mir an. Was, wieso wollt er was von dir, oder? Weiß ich nicht. Also ich bin dann... Hätte er ja ausgestiegen, wäre ich auch ausgestiegen, aber der hat dann nur so blöd geklupscht in der Karre. Naja, also genauso wie halt immer. Ja. Sagen wir es mal so, wie es ist. Jetzt geht das lieber. Da mich noch eins. Boah. Die Mähwerke sind echt nicht schlecht, muss ich sagen, ja. Deine? Ja, ich bin da echt sehr zufrieden mit. Ja, ich habe keine Ahnung, also meinen, die habe ich jetzt. Wie jetzt das erste Mal aus? Ich sag mal so, sie passen zwar nicht so ganz vom Typ zusammen, das sind eher zwei verschiedene Modelle. Ja gut, wenn es zwei verschiedene sind, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Ja, aber sie harmonieren eigentlich ganz gut. Die sind ja nicht... Von der Breite her, ja. Gerade auch für die Hangarbeit eigentlich ganz gut ausgelegt. Ja gut, da bin ich mit meinem, glaube ich, ein bisschen falsch. Naja, die geben nicht so viel nach, oder? Ja. Das ist halt auch cool. Da bist du preiswert, zwar relativ beschissen dabei, aber. Ja, gut. Ja, ich sage, die Pöttinger hier sind schon schweineteuer, so ist nicht. Ja, du kriegst aber was dafür. Na ja, gut, sie halten auf jeden Fall, ja. Billige. Ja, aber ich glaube, du hast ein bisschen mehr Arbeitsbreite wie ich, wenn ich mich nicht täusche. Cool, kann ich nicht sagen. Bei Kuhn kriegst du, glaube ich, mehr Breite für weniger Geld. Weißt du wie? Das kann ich dir auswendig nicht mehr sagen. Weiß ich nicht. So ein bisschen am Hang. Oh, oh, hier hinten kämpft aber schon ein bisschen. Ja, das werde ich nachher auch hören. Und ich habe ja doch den großen. Ja. Na gut, doch, wenn er mal gezogen hat, dann passt's. Also hier darfst du auf jeden Fall nicht mähen, wenn es richtig nass ist. Das kannst du knicken. Ich fahre jetzt hier im dritten hoch. Das geht locker mit 9 km/h, geht auch mal im vierten hoch, aber bleibst dann, der schmiert eher ab. Ja. Naja gut, lieber langsamer und das geht nicht kaputt, als wenn man jetzt hier Vollgas fährt. Und alles kaputt macht. Und hat nur Ärger. Ja, ja. So, ich fahre jetzt glaube ich zweimal außen rum und dann. Ja, so werde ich es auch machen. Weil ich glaube. Ich werde eher von links nach rechts fahren als hoch und runter. Ein bisschen Power schon.
Ja, das stimmt, Bruder, gebe ich dir recht. Na ja, gut. Bin ja gespannt, was da runterkommt bei unserem ersten Da Schnitt hier. fährt gerade so ein schwarzer Pickup. Jetzt mal ganz ernsthaft. Ja. Jetzt gerade am Hof vorbeigefahren. Verfolgt der dich oder uns beide? Ich weiß es nicht. Weil ich sage aber, bis jetzt hast du ja gesagt, der verfolgt dich. Oder du fühlst dich verfolgt von einem. Ja, der ist gerade da unten rum. Hier ist jetzt hinter den Kurven verschwunden. Na, sag mal so, solange er nur vorbeifährt, ist ja noch gut. Ja. Aber das ist schon ein bisschen, naja. Okay. Ja. Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Vor allem ist jetzt auch ein bisschen komisch. Das ist ja nicht unbedingt so ein Zufall, habe ich das Gefühl. Im Moment nicht, nein. Ich glaube, wenn das hier alles fertig ist, wird das wahrscheinlich mehr ein Zufall sein, wenn da ein schwarzes Auto vorbeifährt als jetzt so. Wenn alles fertig ist, wie hört sich denn das an? Wenn wir dieses Rätsel hinter uns haben, alles. Atros, das meine ich. Ah, das habe ich schon wieder ein bisschen verdrängt. Siehst du ihn auch gerade? Ja, ich sehe ihn auch. Haben wir es jetzt gerade bei dir in der Scheune verschwunden? Beides sehe ich jetzt nicht. Wieso fährt der zweimal vorbei? Also einmal ist ein Zufall, zweimal ist nicht unbedingt ein Zufall. Muss nicht sein, nein. Und ich sag dir ganz ehrlich, Ja. mir läuft's gerade ein bisschen den Rücken runter. Ja. Ja. Mich fällt das gerade nicht mehr so lustig. Denkst du ich? Ich sag mal so, ich finde hier generell im Moment nicht wirklich viel lustig, weil. Ja. Ich würde mich halt einfach momentan gerne auf meinen Hof konzentrieren, dass hier ein bisschen was läuft, weil ich habe ja auch noch ein bisschen was vor. Ich muss es dann auch mal auf die Bank und alles, aber das wird mir gerade alles ein bisschen, naja. Ja, auf die Bank wäre vielleicht auch mal sinnvoll für mich, dass ich mir einen größeren Schlepper leisten kann. Ich weiß nicht, ich weiß echt nicht. Es ist halt schon echt ein bisschen. Bisschen komisch. Ich traue der Sache nicht so ganz, ja. Ja, hast du irgendwie mal Kameras oder so bei dir gesehen? Wie meinst du Kameras bei mir gesehen? Auf dem Hof allgemein, dass du Kameras hast oder sowas. Ja, von einem Hotel, also beziehungsweise was heißt Hotel? Ja, nehmen. Zimmereingang halt. Und hinten Richtung Kuhstall, da ist eine Kamera raus an den zwei Haupttüren, aber sonst Und sonst habe gar ich nicht. noch. Habe ich eigentlich nichts? Nö, so sollte ich, oder? Ich sag mal so, meine ist halt komplett videoüberwacht. Ich sag Und mal. ich habe gestern Abend mir die ganzen Aufnahmen mal angeguckt, während ich meine Arbeiten gemacht habe. Und? Hast du Das was schwarze Auto gefunden, ist schon oder? vor fast 10 Jahren aufgetaucht, das erste Mal. Vor 10 Jahren? Ja. Bist du dir sicher, dass es immer noch das gleiche Auto ist? Das ist das gleiche Auto. Das ist ja auch ein schwarzer Audi öfters gewesen. Mit einem. Mit diesem Zeichen, was ich hier erzählt hatte gestern. Mit dem Leuchtturm und dem schwarzen Strich. Aber meinst du nicht, dass das vielleicht irgendwie zu einer Firma hier gehört? Der fährt ja nochmal vorbei. Ja, jetzt reicht's aber dann langsam. Jetzt, also wenn der nochmal hier rumkommt, dann halte ich den nochmal auf, das sage ich dir. Dann werden die Mähwerke hingeschmissen, hinterhergejagt. Weil das möchte ich dann schon mal wissen, dann was das ist, weil ich sag mal so, also ich erkläre es mir jetzt einfach so. Es ist halt ein Unternehmen hier aus der Gegend. Die haben halt schwarze Autos, haben von mir aus das Leuchtturm oder was du da gesehen hast. Ist Ja. das Firmenlogo und sind halt hier öfters unterwegs? Muss Ja, ja nicht immer gleich was
Negatives sein, aber ich sag mal ganz ehrlich. Bei 10 Jahren? Was fährt der jetzt die ganze Zeit hier vorbei? Das gibt mir auch Keks. Ja, das ist nicht das, ich sag mal so, das ist ja nicht das, was ich denke. Aber seit 10 Jahren. Ja gut, vielleicht hat er ja vor 10 Jahren schon mal was bei. Am Hof gemacht bei euch irgendwie. Ja, aber. Keine Ahnung, wer weiß ja nicht, was es ist. Hast du schon mal nachgeguckt, was das Zeichen bedeuten könnte? Ja, aber bin ich nur so mehr oder weniger schlau geworden von, sag ich mal. Also, es hat was mit der Ostsee zu tun. Mit der Ostsee? Ja, das ist. Naja, gut, also ist ja auch schön da oben. Ich habe auch, ich sag mal, meine Kontakte aus Amerika ein bisschen spielen lassen. Die halt nicht ganz so legitim und legal unterwegs sind. Was? Ja, ich habe eine Phase gehabt, wo ich im Rotlichtmilieu unterwegs war. Okay. Aber nur eine Phase. Nur eine Phase. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Ich habe zwar immer noch Freunde von da. Die greifen aber mehr oder weniger nur immer mal so ein bisschen unter die Arme. Aber im legalen Rahmen? Ja. Ja, okay. Das kann ich dir versprechen. Ja, das ist gut. Damit will ich nichts mehr zu tun haben eigentlich. Weil ich sag mal, mit illegalen Geschäften und so, muss jetzt dir, nicht ja. sein. Ja, glaube ich dir. Und es hat was mit der Ostsee zu tun. Das ist eine Organisation, die, ich sag's mal, italienisch angehaucht ist. Aber wie italienisch? Du meinst es aber nicht so Mafia-mäßig. Na, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Es ist jetzt kein Spaß. Jetzt reicht's. Das ist auch kein Spaß mehr. Jetzt lauf wieder mal runter. Jetzt reicht's mehr. Ist ja schon wieder drauf. Also das kann es jetzt nicht sein. Ich stelle mich jetzt hier an die Hausecke. Wenn der nochmal kommt, dann... Nee, ohne Witz. Also das ganze Zeug macht mich wirklich jetzt selber schon paranoid, ey. Jetzt doch nicht. Du kriegst ja nicht mehr, wo ist der denn hin? Ich muss gesehen, dass der hier hochgefahren ist, aber... Ich kann es ja echt nicht sagen. Horst! Ja, hier, ich bin hier vorne! Hier, ey! Vorne an der Ecke! Ich hab dich nicht mehr gesehen und ich dachte jetzt... Ich höre dich nicht mehr, ich sehe dich nicht mehr. Doch, mein Schlüssel, boah. Ja, gut. Er ist rausgerutscht. Ja. Ja, sorry. Ich hab nichts mehr gehört, ich dachte mir, jetzt musst du gucken. Der ist jetzt hier einfach hier gerade schon wieder hochgefahren. Aber, ey, ich sag dir, das macht mich wahnsinnig. Ja. Der ist jetzt Minimum 5-mal vorbeigefahren. Wenn du jedes Mal hoch und runter fährst, dann fährt so ein Auto vorbei, dann kriegst du einen Vogel. Ja, glaube ich dir. Glaube ich dir. Wie schon gesagt, einmal ist ein Zufall, zweimal okay, aber irgendwann hört es sich auf. Ja. Ja. Ich sehe das Auto jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Nö. Ganz ehrlich, ich hab. Seh den echt nicht mehr. Du hast es ja auch gesehen. Du hast es ja auch gesehen. Ja, also, irgendwas ist hier schon. Ich sag mal so, ich hab dir jetzt gesagt, was ich weiß. Ich weiß auch. Ich sag mal so ein bisschen was über den Inhaber von dieser Organisation. Ich sag dir mal ganz ehrlich was. Ja. Bin mir gerade echt überlegt, ob ich das lieber nicht erfahren hätte. Denkst du ich? Weil ich sag mal jetzt Mafia und so, also. Nicht dein Ernst. Ja. Hm. Ja, aber komisch, gell? Jetzt stehst du hier unten und guckst du, da kommt keiner mehr. Vorbei. Ich sag dir, ich geh jetzt wieder hoch. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist. Ich hätte es auch nicht gerne. Hab's auch nicht gerne erfahren. Also, ich sag ganz ehrlich, ich glaube, ich muss da echt mal in den Schrank reingucken. Dass ich von meinem Vater noch das Gewehr wieder rausgucke, ob das überhaupt noch funktioniert, ey. Ach, du meinst die alte Schrotflinte und dann. Ja, also, sorry. Also, wenn ich jetzt. Und wenn du schon sagst Mafia und. Wenn da jetzt wirklich was dran ist. Wie gesagt, nee. Das ist das, was ich aus Amerika weiß. Ob es jetzt hier in der Schweiz auch so ist, ich kann es dir nicht sagen. Ja, aber wenn du schon sagst, es ist das Zeichen von denen und das sind italienisch angehaucht, mafiamäßig. Ey, nee. Die kommen halt wirklich von der Ostsee, ne? Nee, das geht so nicht.
Und ich sag mal so, der Name sagt ja auch, wo die herkommen. Die heißen Super. ja Organisation Ost. Na super. Ja. Super. Also. Ah, nee. Aber was Nee. wollen Also die da. auf den Höfen? Ja, das ist auch mal was, was hier ist, was mich mir Weil gerade stelle, weil ich sag mal ganz ehrlich, jetzt was überleg dir hat mal vor meine 10 Jahren. Eltern haben hier Grünlandwirtschaft gemacht? Ja, jetzt aber überleg dir mal vor 10 Jahren. Ich weiß nicht, ist da vielleicht Geld geflossen? Du meinst hier so Geldwäsche-Nummer? Nein, so generell dieses ich helfe dir, du hilfst mir. Ah. Dass der ehemalige Besitzer von meinem Hof mit denen was zusammen, ich sag mal, an Geld bekommen hat Oh, nee. und denen das nicht zurückgezahlt hat. Du, Dave. Ja. Hier ist der Gemeindemensch. Entweder kommt er jetzt hier zum Arbeiten zu mir, aber obwohl er will was von mir, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Ach, Knöpfchen. Hallo, Herr Berger. Ja, guten Tag, Herr Meier. Er hat mich doch gar nicht vor Sie vorgestellt, oder? Doch, wir haben uns doch beim Feuerwehreinsatz gesehen. Ja, genau. Ich wollte mich aber nochmal wirklich vorstellen. Also mit Namen und alles. Ich bin der Herr Meier. Wir Ja. dürfen auch Florian zu mir sagen, das ist eigentlich, bin ich da flexibel. Okay. Genau, mach halt die Gemeinde. Sind Sie zufrieden mit Ihren Container? Ja, also bin echt zufrieden. Der passt perfekt dahin. Und ja, also das Lagermöglichkeit passt. Ich bin flexibel dadurch. Wenn jetzt dann noch der Hof, wenn man das so weit noch hinkriegt. Ja, wenn es halt nur mal einen braucht, sagen Sie halt Bescheid. Ja klar, da gebe ich auf jeden Fall Bescheid. Da sage ich auch schon auf jeden Fall trotzdem Dankeschön schon mal. Kein Problem. Und wenn Sie schon mir das Florian anbieten, dann dürfen Sie natürlich auch was sagen. Okay. Was Na, dann will ich machen? Sie gar nicht länger aufhalten. Ja, Dann würde ich. was ich noch sagen wollte, Herr Meier, wenn Sie hochfahren zum See, beim Wanderweg, wo es runter geht zum Parkplatz, bis zum Parkplatz gehört es ja mir. Ich habe gesehen, dass da unten ein bisschen der Zaun kaputt ist, wo die Leute parken. Ja. Könnten es vielleicht mal durchgucken. Ja, das kann ich auf jeden Fall machen. Nur, dass sie da mal Bescheid wissen. Ja, passt. Das schaut mich an. Okay. Dann Alles wünsche dann halte ich es nicht lange auf. ich. Schönen Tag noch. Jo, auch so. Ja. Weißt du, ich gerade so eine scheiß Idee hatte? Was denn? Was ist, wenn der Spatz bzw. das Geheimnis, was damit zu tun hat, oder generell das ist, dieses Geld? Das, was wir jetzt gefunden haben. Ja, auch. Und dass die das jetzt wollen, oder was? Ja, die wollen das wieder haben. Genau das war der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das will. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Es kann gut sein. Also, wenn man sich jetzt überlegt, dass mein Vorbesitzer mit denen, sagen wir mal von dem rein theoretischen Denken her, mit denen was am Laufen hatte als Deal. Und es ging da um Geld. Die wollen mit Sicherheit das Geld wieder haben. Ja, aber gut, ich sag mal so. Ich habe ja da nicht mehr viel mit zu tun. Meine Eltern ja auch nicht, weil ich sag Nein, mal, aber. das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Vielleicht wussten die von dem Geheimnis. Wer, meine Eltern? Nein. Ich wollte gerade Vielleicht sagen. wissen die irgendwas. Wissen die irgendwas. Auch mit diesem Hof. Weil es waren Brüder. Meinst du, dass ich das jetzt eigentlich hier die ganzen Sachen von früher hier jetzt eigentlich von denen begutachtet werden und die Ganz. hier ihre Sachen suchen? Ganz genau. Ach du So eine Art Scheiße. von wegen, der eine Bruder hat beim anderen mal kurz was hingeschmissen. Und das war halt ganz genau das, was die wollen. Oh nee. Aber dann sage ich ja mal ganz ehrlich.
dann ist es ja gar nicht mal so schlecht, dass ich das alles nur in den Safe gepackt habe. Ja. Und nicht angefasst habe. Ja. Weil, ich sag mal ganz ehrlich, wenn das wirklich sowas sein sollte, dann ist mir das egal. Ich gebe das Zeug ab, Hauptsache ich habe meine Ruhe. Ja. Aber ich bin mir auch gerade echt am Überlegen, ich weiß auch nicht, was du davon hältst, ob ich da irgendwie die Polizei einschalten sollte oder. Ich sag mal so, Sinn würde es machen. Mit den Verdächtigungen hier, dann, vor allem mit dem schwarzen Fahrzeug hier, wo die ganze Zeit hier vorbei eiert. Ja, aber jetzt überlege dir doch mal. Was willst du jetzt deiner Polizei sagen? Wir haben da eine Theorie. Ich fühle mich verfolgt von einem Auto? Ja. Zum Beispiel? Aber jetzt überleg dir mal, haben sie eine Theorie, wie es ist? Ja, nö. Ich hab da mal so eine Theorie. Weißt du? Glaubst du, dass ich denen irgendwas sagen würde von wegen, es könnte die Mafia sein? Garantiert nicht. Ja gut, das wird dir, ich sag mal so, was würde dir auf Deutsch gesagt dir keiner glauben. Ja eben, ich würde ja sagen, ich fühle mich hier verfolgt von dem schwarzen Auto und guck mal einfach. Ja. Gut, aber im Endeffekt, was passiert dann, oder was? Genau das ist das, was ich meine. Da wird nichts passieren. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Nee. Die ganze Sache, die macht mich ein bisschen fertig. Nicht nur dich. Jetzt ist die Frage, wollen wir nachher runterfahren? Wollen bei der Singespielung gucken, oder? Ja, irgendwie sollten wir schon langsam mal wissen, was hier überhaupt gespielt wird und ja. In was wir da jetzt wirklich drin sind. Oder ob wir uns einfach hier nur, ich sag mal, paranoid schwafeln und uns Sachen einbilden, die gar nicht sind. Schön wär's auf jeden Fall. Sag ich jetzt mal, wenn wir uns wirklich nur paranoid schwafeln. Ja, es wäre wünschenswert. Ja. Naja, aber ich denke, ja. Schneiden wir hier auf jeden Fall mal das Zeug. Ja, oder nehmen wir fertig. Ich bin jetzt mit den beiden Wiesen fertig. Ist fertig, ja gut, ich habe auch bloß das kleine Stückchen hier. Ja, soll ich schon mal meinen Schwader holen, oder? Du kannst auch den Schwader von mir unten nehmen. Ja, dann hättest du dann gleich mit deinem mitschlagen können, das meine ich damit. Ach so, ja. Dass wir gleich immer weiter doppelt durchziehen. Ja, außer du, wenn du dir unten meinen Schwader schnappst, könnte ich mir einen Ladewagen schnappen und gleich einfahren. Dann machen wir es so, ja. Weil dann sind wir ein bisschen besser aufgeteilt. Ja, dann fange ich an der 2 an, mach mit der 1 weiter und. Ja, genau. Und dann fahren wir weiter hoch, ja. Dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Meinst du, das ist mit dem ohne Vorhängeschloss jetzt im Moment, oder? Ja. Ich glaube, die Kupplung müsste frei sein. Ja. Probier es einfach mal kurz aus. Ja, ich gucke jetzt gleich. Ich muss nur irgendwo gucken, wo ich das Zeug hinstelle. Ja, normal dürfte nichts drauf sein. Weil ich habe es letztes Mal geschmiert und ich glaube, dann habe ich es weggelassen. Warum soll ich es bis Schluss hin machen, wenn es bei mir in der Halle steht? Ja, du weißt, was ich meine. Okay. Ja. Im Moment, fest machst du alles, was an Feuchtmaßnahmen zu tun ist, können das. Ich spiele auch gerade echt ehrlich gesagt mit den Gedanken, dass ich mir echt noch weitere Kameras organisiere. Also, wie gesagt, meine ich hier sehe, was hier abgeht. Und vor 10 Jahren habe ich die das erste Mal jetzt in den Videos gesehen. Das solltest du auf jeden Fall mal upgraden. Ja. Weil vor 10 Jahren war ja die Bildqualität auch noch nicht so gut. Gut war sie nicht, aber man hat schon einiges gesehen, muss ich sagen. Ja, ich glaube, da muss ich echt mal. Muss ich wohl ein bisschen Geld investieren und doch noch ein bisschen nachrüsten, weil das ist schon so ein bisschen komisch, die ganze Nummer. Hey, ja, das ist leider so. Das ist leider so, ja. Aber dann würde ich jetzt mal fast sagen, lieber Rick, wenn du möchtest. Aber ich habe jetzt die letzten Male auch schon die ganze Zeit abmoderiert, eine Moderation. Nee, bist du diesmal nicht mehr? Nee, manchmal nicht. Seht meine lieben Zuschauer. Ich sehe schon, er wird langsam wieder ein bisschen scheu. Nee, aber Spaß beiseite. Immer am Ende der Folge
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne auch beim Rick vorbei. Lasst auch gerne ein Däumchen oder einen Kommentar da, was ihr für Vermutung habt, in welche Richtung das Ganze geht. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.